Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2017, und zwar zur Achterbahnfahrt, und zwar zum großen Preis von Japan. Vettel führt die WM doch an, mit der haben wir aber wenig zu tun. Fazit bisher, das scheint ein gutes Rennwochenende zu werden. Es ist der Heim-Grand Prix unseres Motorenlieferanten Honda mit dem legendären Funkspruch von Fernando Alonso, GP2-Engine. Mal schauen, was dieser GP2-Engine oder GP2-Motor hier in Stand ist, den wir natürlich schon gut in der Forschung vorangetrieben haben. Ich bin gespannt, ob die Grid-Penalties jetzt beginnen oder hat die KI diesbezüglich schon ein bisschen investiert. Deswegen wollen wir mal gucken, wer startet von der Pole und wo starten wir am Ende. Auf der Push geht ein Valtteri Bottas vor Kimi Räikkönen. Um 49.000stel haben sich die beiden Finnen getrennt. Vettel und Hamilton in Startreihe Nummer 2. Gefolgt von beiden Red Bulls, Verstappen und Daniel Ricciardo, Hülkenberg und Felipe Massa. Sainz quert bisher noch gar keine Grid Penalties. Das bleibt echt komplett aus. Oh, jetzt Ocon, Perez. Dann haben wir Alonso, da sind wir auf der 16 und das war's auch schon mit den Grid Penalties. Nur die beiden Force Indias, die wahrscheinlich kein Thema für uns werden im Rennen. Lauf 16 ist das im Übrigen. Dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für unseren Motorlieferanten. Lass uns ein spannendes Rennen für sie fahren. Ja, und die sollen mal einen spannenden Motor lieber entwickeln. Ja, okay. Ich bin personalisiert langsamer und ich verbrauche auch dementsprechend ein bisschen mehr Reifen, aber an der Rennstrategie ändert sich hier rein gar nichts. Ich soll wie viel bisschen weniger mitnehmen? Vergiss es! Vergiss es, Chef, Alter! Vergiss es! Ich bin ja schon sehr benzinsparend in den normalen Programmen, ja. Aber so benzinsparend nun auch wieder nicht. Also ich nehme eine Benzinreserve mit, aus dem ganz einfachen Grund. Ja, wir wollen ja attackieren hier von P16. Das Qualifying war ja komplett nass. Mal schauen, was im Rennen möglich ist. Die beiden Force India, die beiden Pink Panther vor uns. Position 16 ist eigentlich nicht sehr gut für die erste Kurve, aber ja, ich bin ja immer für eine Überraschung gut. Zweimal den Super Soft und einmal den Soft zum Ende. Das klingt nach einer doch relativ guten Rennstrategie. Vielleicht fängt es ja auch gleich an zu regnen. Starker, bedeckter Himmel, ganz oben. Ocon und Perez vor uns, Wetterbericht. Okay. Keine Störung, das soll so bleiben. Wir fahren natürlich mit neuen Supersoft. Wir haben ja keine verbraucht. Ja, also. Alonso zu schlagen ist die halbe Miete natürlich. Wir wollen natürlich mal wieder ein bisschen Sponsorenbonus bekommen und einen Ressourcenpunkt, damit wir hier noch wirklich richtig entwickeln. Den Plan habe ich euch im Qualify nochmal erzählt. Ich erzähle ihn nochmal gerne. In Sachen Motoren-Upgrades möchte ich noch das Ultimate-Teil bringen für die Leistung und das kleine noch für den Benzinverbrauch. Und dann möchte ich in die Aerodynamik-Effizienzabteilung investieren. Da möchte ich eigentlich die ersten vier haben bis zum großen Preis von China. Da soll das dann fertig sein, damit wir quasi schon was entwickeln können für Spanien und Monaco in der zweiten Saison. Also, so langsam fängt dann an, mal wieder ein bisschen zu sparen, Ressourcenpunkte zu sparen. Das ist so der grobe, oder das ist momentan den Plan, den wir verfolgen. Wir haben aber noch 5 Rennen mit Japan in dieser Saison, wo wir halt noch mal ein paar Ressourcenpunkte sammeln können und auch noch mal gut investieren können. Von P16 ist noch mal ein gutes Resultat bringen und dann haben wir 125 Ressourcenpunkte plus den Bonus, dann hätten wir wieder fast 500 Ressourcenpunkte voll. Dann wäre das nächste Teil schon fertig. Getriebe. Getriebe ist das nächste Problem. Das ist das einzige Problem, was ich habe. Ich gehe noch gar nicht auf die Strapazierfähigkeit, solange wir noch nicht bei Force India sind. Also Force India wird da die Messlatte sein, weil wenn wir im Mittelfeld sind, dann macht es für mich keinen großen Unterschied, ob ich jetzt von P11 starte oder von P20. Freie Reifen habe ich sowieso. Gut, ich muss mich durch das Feld arbeiten, aber hey, was soll's. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass die Konkurrenz hier kaum Grid Penalties momentan mitnimmt. Also wir sind jetzt am Ende der Saison und da kommen einfach keine mehr. Ich weiß nicht, ob Codemasters das bei mir damals gehört hat, dass ich das nicht so toll finde. In der zweiten Saisonhälfte, dass das so passiert. Weil nur die beiden Force Indias, ich habe das deutlich von euch oder von auch anderen, die ich in Kontakt stehe mit Steam, haben mir das deutlich schlimmer erklärt, dass das eigentlich immer schlimmer wird mit den Grid Penalties, aber hier bei mir gar nicht. Finde ich interessant. Interessant soll auch das Rennen werden. Ich hoffe auf Punkte. Punkte werden super, werden aber schwer werden. Punkte werden hier richtig schwer werden, aber man weiß ja nie. Das war jetzt im Großen und Ganzen die Entwicklung, wie ich sie gerne voranbringen möchte. Also die Teile für den Motor kriegen wir auf jeden Fall noch in dieser Saison.
Die werden aber dann fertig werden dann für die nächste Saison. Zum Beispiel das Motorrad Ultimate Update soll am besten in Bahrain fertig sein. Die Ampeln gehen an, der große Preis von Japan beginnt. Magnussen bleibt fast stehen. Wortwörtlich. Man verliert das Rennen nur in Kurve 1. Jetzt haben wir gleich die S's. Alonso neben mir. Der lässt mir eigentlich gar keinen Platz. P6, wir konnten hier keine Position gut machen. Es ging auch sehr, sehr schlecht. Oder es ging auch sehr, sehr schwer, hier eine Position gut zu machen. Hier ist alles sehr, sehr eng. Die beiden Force Indias. Aber das ist mir dann doch zu riskant. Das mache ich nicht gegen meinen Teamkollegen. Magnussen auf den Softreifen. Alonso gekascht. Wetterbericht. Okay. Ich dachte, ich habe da schon was gesehen. Magnussen. Wer bremst später? Er. Mit den Softreifen. Skat war in Ordnung. Hier, das ist eine KI-Kurve. Da kommt sie besser raus. P15 aktuell nur. Motorenleistung hier. Ja, die beiden Force Indias, die wollen schon sich durcharbeiten. Magnus ist ja unser Konkurrent. Für das Team. Holla, der Poller musste mal weg. Der war nur störend. Alonso kann die, das kann die Speed gut. Mit nee, Stroll ist schon hinter mir, okay. Da vorne Grosjean sehr weit draußen gegen Ocon. Hier die beiden Haas gerade vor uns. Das Qualifying war echt nicht gut. Wir müssen das über das Rennen machen. Erster Sektor mein Land. Zweiter Sektor auch noch mein Land. Und im Schlusssektor habe ich eigentlich immer Zeit verloren. Hier sieht man das sehr, sehr schön. Wie wird die Strecke gelegt? Japan macht sehr viel Spaß zu fahren. In der Haarnadel. Könnte ich es vielleicht nochmal versuchen? Nein. Magnussen auch auf Soft. Die KI hier im Rennen doch stärker. Also im Training war sie doch relativ schwach auf der Brust. Aber Stoll, der macht auch Druck. Stroll macht Druck. Ja, und Alonso wird durchgereicht. Alonso wird jetzt schon durchgereicht. Ja, Stroll, das reicht nicht. Für die Konkurrenz. Da vorne sind die Toro Rossos noch. Hülkenberg gar nicht zu sehen. Der ist noch nicht aktiviert. Jetzt aber. Ja, der Stroll macht mir zu viel Druck. Der macht mir zu viel Druck. Aber erstmal jetzt hier natürlich auch vorbeikommen an Magnussen. Wetterbericht. Ja, in den S's hole ich auf. Klar zu sehen. Aber Magnussen, der fährt mit Soft gut, ey. Aber Japan ist auch eine Strecke schwer zu überholen. Jetzt gut rausgekommen. Aber Magnussen sehr stark. Bei der Beschleunigung einfach. Dranbleiben heißt es jetzt.
kleine Berührung, nichts Dramatisches und vorbei. Vorbei an Magnussen. Grosjean wäre der nächste auch auf den Softreifen unterwegs. Zum Glück geht hier das DRS aus, ohne dass ich auf die Bremse treten muss. Das ist ganz wichtig hier. 13, 12 und 11, die sehen wir da vorne noch. Und der Rest fehlt. Und Magnus, ja, muss gleich abreißen lassen. Hier kann man sich sehr leicht verbremsen in dem Ableger. Und wir schließen die Lücke sofort. Ja, Lücke schon geschlossen. Lücke geschlossen fast zu Grosjean. Klar, beim Rostschulding ist er wieder besser. Aber wir sind dran. Ja, hier Ende zweiter Sektor verliere ich wieder Zeit. Auf Grosjean. Und Magnussen, der muss sich verteidigen gegen Stroll. Stroll, der kann auch schneller. Das hat er schon gezeigt. Sehr spät hier auf der Bremse. Super. Speed ist da. Doch, das geht noch, Chef. Da rate ich in den Körper nicht ganz so aggressiv mitzunehmen. In Kurve 1, sonst hebst du das Auto ab. Kwiat ist da vorne. Wo ist Sainz? Ja, der Forsten, der fährt sofort weg. Und zwar wirklich sofort weg. Stroll vorbei an Kevin. Aber ich tue mich schon im Rennen hier schwer, mit Grosjean mitzugehen. Und der hat nur die Soft. Was hat eigentlich der Kwiat drauf? Ah, schön mit Windschatten ransaugen. Deswegen habe ich mir eine Benzinreserve auch mitgenommen. Damit wir attackieren können. Aber der Motor wird immer ein Nachteil sein. Da werde ich mich immer schwer tun gegen die Konkurrenz hier. Oh, das war leicht abgekürzt. Kann man aber auch so bei der Kurve gut machen. Ja, Grosjean tut sich schwer gegen Kwiat. Und das ist halt auch schlecht für mich. Außer der Grosjean macht einen schönen Verbremser. Dann sind wir vorbei an ihm. Kwiat auch mit den Softreifen unterwegs, okay. Gut, der Toro Rosso ist ein bisschen leichter zu überholen. Also Grosjean in den Fehler getrieben. Wie gesagt, KI macht sehr viele Fehler. Wenn man die so ein bisschen bedient. Und ein bisschen unter Druck setzt. Dann neigt die zu Fehlern. Reifen sind noch super. Rennstrategie. Absolut einverstanden. Ja, wir merken auf jeden Fall das Motoren-Upgrade mittlerweile. Gleiches Spiel wie auch davon. Und wir haben das DRS sogar noch.
Schönes Manöver. Fahrer vor mir. An Kwiat vorbei. Zwei Stops bei Ocon. Aber das ist eigentlich nicht mein Gegner. Ocon ist nicht mein Gegner. Mein Gegner sind die vor ihm. Ja, und hier muss Kwiat gleich abreißen lassen. Mal schauen, wir am Ende mein Stint wird auf den Softs. Ich glaube, das Teamkollege. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 12,2 Sekunden. Sie fahren mit allen zu überweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,39,3. 39,3 fährt dann nur. Okay, das ist sehr langsam. Das ist wirklich sehr langsam. Der ist auch letzter. Teamkollege Alonso letzter. Der wird in der zweiten Saison mehr profitieren von den Upgrades. ...19%. Weil sie noch nicht bei der Hälfte des Stints passt also alles. 3,9 und 1,2 auf Kwiat. Man weiß halt nicht, wie man im direkten Vergleich wirklich steht mit den mit der Konkurrenz. Das ist halt das Problem. Ocon setzt an Sainz. Sainz auch auf den Softreifen unterwegs, okay. Und man sollte nicht zu hart in die Eisen gehen. Gelb im ersten Sektor. Irgendwas passiert in Kurve 1. Das stehen wohl Leute. Da steht einer, jo. Vorbei, alles klar. Fahrer vor mir. Die macht irgendwie jeder zwei Stops. Aber den müssen wir dann auch am Ende. Wir müssen ihn erstens mal bekommen. Er hat momentan jetzt den taktischen Vorteil. Gut, je nachdem, was für eine Reifenstrategie die KI hier macht. Das weiß ich halt nicht. 3% vorne, okay. ...53 und 3,9. Kwiat fährt genauso schnell wie ich. Das finde ich nicht gut. Und die Supersofts sollten noch schneller sein. ...4,0. Und davor ist eine ganze Gruppe noch. Palmer müsste da vorne zum Beispiel noch sein. Hülkenberg. Wobei Renault auch schon schwer ist zu knacken. Also sprich, Punkt ist schwer. Wenn da keine Ausfälle passiert, ist das schwer. Also erster Sektor gegen Sainz, ganz klar mein Sektor. Gut, wenn ich pro Runde eine halbe Sekunde aufhole, ist das noch gut. Ja, davor ist Palmer. Palmer momentan mit dem letzten Punkt. Grip ist super. Ich könnte natürlich auch den Mittelstint mit den Softreifen fahren. Wäre auch eine Alternative. Ich habe das Gefühl, der Sainz verliert gerade Zeit. Die verlieren den Anschluss da vorne. Wir haben halt mit Renault, Force India oder auch Massa echt starke Konkurrenten. Immer noch, nach wie vor. Also das ändert sich halt nicht für Punkte. Deswegen Punkte, so safe zu sagen, geht nicht. Wir müssen dafür echt hart arbeiten. Das ist halt einfach so. Das ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Hülkenberg auf der 11, okay. Das ist nicht Palmer.
Gefällt mir die ganze Bremsballons in Kurve 1 nicht mit 56? Oh, ich drücke da wirklich ein bisschen zu stark auf der Bremse. Hoppala, der Körper ist auch sehr tricky. Die Bianchi-Unfallstelle. Und auf Kwiat 2,1. Ich spare auf jeden Fall Benzin. Weil ich auch bei 11,3 ungefähr hochschalte, weil ich es muss. Wir haben den Verbrennungsmotor noch nicht, Lichtkapazitätsfähigkeit ausgebaut. Dass ich quasi mehr Drehzahl hochgehen kann, um nochmal das letzte i-Tüpfelchen aus dem Motor rauszuquetschen. 18% sollte kein Problem sein. Grosjean jetzt hinter uns, okay. Wir können natürlich auch überlegen, eines Undercuts. Wäre auch noch eine Maßnahme, dass wir eine Runde früher reinkommen als ursprünglich. Dafür müsste ich den Reifenverschleiß mal ein bisschen besser im Auge behalten. 3% pro Runde, aber wir könnten schon 20 Runden damit fahren. Rennstrategie. Ja, am besten in diesen 5 Runden die Lücke auf Sainz schließen, Undercut machen und dann vorbei. Hülkenberg hat die gleichen Reifen drauf wie wir. Das habe ich vorhin mal oben in der Grafik gesehen, deswegen. Und ja, hinter uns ein ganzer Zug noch. Ja, das ist super. Ich kann echt mehr auf Fett fahren. Der wird langsamer. Grosjean mit Problem. Aber kein Reifenschaden. Guck, ob er den Stroll dadurch halten kann. Oder auch seinen Teamkollegen. Okay, ich nehme alles zurück. Da hinten ist jetzt gelb. Stroll aus dem Rennen, okay. Gut, das hilft jetzt ungemein in Hülkenberg, weil er schon abgebogen ist. Da hat aber Hülkenberg richtig Lack gerade. Weil die Zeit hole ich nicht auf. Hülkenberg Lacker. Normalerweise hat er sonst nie so viel Glück. Ja, wie lange denn noch? Das dauert manchmal sehr lange mit dem virtuellen Safety Car. Also Hülkenberg hat davon profitiert. Und zwar groß profitiert. Grosjean auf der 12. Okay. Hülkenberg ist mit 9 Reifen während der virtuellen Safety Car gestoppt. Hat auf jeden Fall deutlich gewonnen an Zeit. Sehr früh allerdings der Stop in Runde 11. Obwohl der Reifen von ihm frisch sein müsste. Es ist Kwiat hinter uns. Jetzt ist Grosjean wieder hinter uns. So, natürlich wieder sammeln gegen Sainz.
Teamkollege an der Box. Ja, die fahren sehr früh rein. Scouts Teamkollege. Das wollte ich mal wissen. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wo Hülkenberg ist. Wenn er im Verkehr ist, dann bringt ihm der Undercut gar nichts. Scouts Konkurrent. Hat alle zwei Stops. Gut, die Strategie war für mich klar. Supersoft. Supersoft Soft. Gut, Sainz wird nicht eher abbiegen. ...2,6... ...2,7, 2,8. Da kommt jemand aus der Box. Das ist Verstappen. Gut, gegen Red Bull und Co. haben wir noch absolut keine Schnitte. Obwohl Grosjean ein Problem hat, kann er sich da gut halten. Und die Kurve haben sie vereinfacht, diese schnelle Links. Im Vergleich zum Vorgänger. Habe ich mich im Training zweimal verbremst, das geht ganz schnell. Japan grundsätzlich eine Strecke, wo ich eine hohe Fehlerquote habe. Aber es ist eine richtig geile Strecke. Die auch einfach anspruchsvoll ist. Rennstrategie. Was man auch riskieren könnte, ist eine Einstopp-Strategie. Die Reifen sind jetzt bei 39%. Die Softs müssten allerdings 34 Runden halten und das bezweifle ich ganz stark. Dann kommt die Frage auch, ist die Strategie dann schneller? Was ist mit dem Safety Car? Eine Einstopp habe ich gar nicht in Erwägung gezogen. Wieder gelb. Und immer dann, wenn ich kurz an ihr von vorbeifahre, ne? Sainz und ich fahren momentan so ein bisschen die gleichen Rundenzeiten. Die Frage ist natürlich auch, wo komme ich raus? Wenn ich meinen Stop mache. Boah, ganz leichtes Untersteuern. Scouts Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 39,1 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,55,1. Okay, der muss noch eine Runde fahren. Die Reifen sind noch super. Ich könnte bis Runde knallhart bis 22 könnte ich fahren. Hört sich komisch an, ist aber so. Die Frage ist, wie viel verliere ich auf den Science? Und was holen die ganz besonders am Ende dann auf? Das sind halt immer diese Fragen. Science wird momentan schneller als ich. Und Magnussen auch. Das heißt aber um deinen letzten Punkt. Wir dürfen aber nicht vergessen, da ist noch ein Hülkenberg hinten. Wo ist eigentlich der Palmer? Den vermisse ich.
Nein, Sir, würde jetzt Sinn, wenn ein Safety Car käme. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,2 Sekunden. Beziehungsweise, ja, wir würden trotzdem reinfahren. Ja, ich habe pro Runde 3% circa. Weil die Frage ist, halten die Softs 30 Runden? Das Problem an der Rennstrecke ist, dass Überholen nicht so einfach ist. Und die Frage ist, wann kommt Sainz rein? Ich fahre noch mal eine Runde. Ich verlängere jetzt mal den ersten Stint. Da war der Perez gerade drin. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 37,5 Sekunden. Ja, die fahren die gleiche Strategie wie ich. Im Umkehrschluss, wir fahren jetzt dann rein. Die Einschubstrategie schmeißen wir über Bord. Ja, das macht keinen Sinn, weil wir neue Reifen halt einfach haben. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil. Kein Regen. Leider. Für Japan-Verhältnisse hätte ich mir Regen gewünscht. Ein richtiger Schauer. Wir können natürlich den Stint auf den Soft verkürzen noch. Aber nur, wenn ich das unbedingt möchte. Die Frage ist, wo komme ich raus? Magnussen fällt aus, es macht keinen Sinn, wir müssen rein. Also wenn Magnussen jetzt schon schneller fährt. Aber gerade so noch runtergebremst. Hülkenberg vorbei, Massa vorbei. Ja, Massa war auch drin in der Safety Car Phase. Grosjean vorbei, Kwiat. Ja, wir kommen sehr gut raus. Ach, da ist der Palmer, okay. Ich glaube, wir müssen noch einen Stop machen. Und den Heimlass müssen wir jetzt ein bisschen ausfahren. Versuchen so schnell wie es geht an Grosjean vorbeizukommen. Fahrer vor mir. Grosjean liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,0 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch zwei Stops machen werden. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Letzte Rundenzeit lag bei. Das wird man wahrscheinlich auch hören, wenn wir dran sind. Der hat aber kein Topspeed-Problem. Ne, das hat er nicht. Aber der hat ein Problem. Den kriegen wir jetzt auch. Ja, da ist mein Auto ausgebrochen an Grosjean. Ah, dieser blöde Curb. Der hat mein Auto. Der macht das so instabil, der Curb. Dann fahre ich voll in Grosjean rein.
Da muss ich das Auto wieder abfangen. Aber die gibt da nicht nach, die KI. Also es ist Respekt. Also Roger hat da nicht nachgegeben. Gut, die Verwarnung nehme ich in Kauf. Das wird uns da so schwer tun. Hätte ich nicht gedacht, aber es hat mich Zeit gekostet. Und zwar deutlich. Also das hat mir viel zu viel gekostet eigentlich. Ich glaube, bei ihm ist auch noch alles dran, von dem alles in Ordnung. Und du kannst das Auto so scheiße abfangen bei den hohen Geschwindigkeiten. Nur an dem wollte ich da jetzt vorbei, ganz einfach. Also, der hat mich jetzt richtig aufgehalten sonst. Also ich will 11. Alter, die haben so viel gewonnen durch das virtuelle Safety Car. Und 13 Runden. Okay. Wie gesagt, habe ich mir selber hier keinen Gefallen mitgetan. Das ist aber auch die Bremse. Das Heck will rumkommen. Ganz klar. Also Kurve 1 wäre zum Beispiel so ein Ding, wo ich so sagen würde, oh, da könnte man die Bremsballons dieses Mal verstellen. Weil sonst komme ich mit 56 sehr gut zurecht. Also wie gesagt, das hat mich 2 Sekunden gekostet. Hamilton schon über Skat-Ziel, alles klar. Okay, wir werden eine Runde weniger fahren. Malaysia wurden wir nicht überrundet, was mich gewundert hat. Das Grosjean muss ich natürlich auf meine Kappe nehmen, wenn ich ihn da reinrausche. Alles gut gegangen. Das Abfangen in diesem Spiel finde ich brutal schwer geworden. Das weiß nicht warum. Also je schneller du fährst, umso schlimmer ist es geworden. Also wenn du da einmal wirklich quer gehst, viel Vergnügen beim Abfangen. So, die Runde musste raus. Eine 1:35.1. Das fährt der Ocon da vorne wahrscheinlich auch. Wie in Malaysia, also so kleine Fehler kosten dich dann hier vielleicht sogar die Punkte. Und diese 2 Sekunden, die mich da in Grosjean gekostet hat, das könnte Punkte kosten. Raikön, die fahren 32,6. Da sind nur noch 2,5 Sekunden, also die KI ist schon schwächer hier. Im Trockenen. Das merkt man ja auch. Kommt da niemand vor mir, niemand hinter mir. Jeder so ein bisschen auf eine andere Strategie auch unterwegs. Klar, P13 wäre immer noch top. Alles, was besser ist als unsere Startposition, ist super. Aktuell nur Grosjean aus Stroll ausgeschieden. Jedes Safety Car würde mir helfen, also ein richtiges. Also das virtuelle hat mir nur geschadet gegen Hülkenberg, ja. Und der bleibt vor mir. Ja. Deiner Karte hat gar nichts gebracht. Runde 22, ist 22 Runden damit gefahren. Ja. Was ich hier gerade einfach merke, ist, ich spare nichts im Vergleich zur Konkurrenz. Ich kann keinen Boxenstopp sparen. Wir fahren die gleiche Strategie wie die Konkurrenz.
Der fährt 22 Runden, der wäre eigentlich die 22 Runden am Ende dran. Gegen Sainz. Da muss ich das hier Punkte rausstreichen. Ich muss nochmal auf die Softs gehen. Toro Rosso, ja, ganz kleine Wagenstärke, besser. Aber Japan, ja, ist die KI schwächer. Das auf jeden Fall. So, ihr ratet das, dann mache ich das auch mal. Auch hier viel mehr Gefühl beim Bremsen. Fahrer hinter mir. Okay, deutlich schneller. Ja, die werden wir auch nicht unbedingt halten können. Das ist auch ein Problem. Magnus ist auch noch dahinter. Wir sind ja auch mit den Softreifen gefahren. Klar, wir machen den Undercut, aber der bringt uns nicht viel. Ja, wir fahren alle die gleiche Strategie. Alle. Fahrer vor mir. Bist du dir da sicher? Dann holt der Max uns aber richtig auf. Ich glaube, das Teamkollege. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 16,3 Sekunden. Sie fahren mit beiden super weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 36,2. So, jetzt ist der andere Poller auch weg. Meine Orientierungshilfe quasi. 35,2. Jo, 7 Sekunden ist Magnussen weg. Oha, es ist ja schon brutal schwer. Na gut, da fehlen uns auch nochmal locker zwei große Upgrades. Die Entwicklung ist das Problem immer noch, nach wie vor. Und deswegen sage ich ja, wir müssen gar nicht auf die Strapazierfähigkeit gehen. Das bringt mir gar nichts. Leistung. Hier muss Leistung raus. Pure Leistung aus dem Wagen. Aerodynamik dann antreiben, zweite Saison. Da dann vielleicht sogar schon spannend für das Chassis. Dritte Saison wird dann nochmal voll die Entwicklungssaison werden. Und zwar wirklich voll in die Entwicklungssaison. Und dann in der vierten Saison, wie gesagt, angreifen. Das will ich schaffen. Egal wie, vierte Saison will ich vorne um Siege versuchen mitzufahren. Und in der fünften wirklich spätestens, weil dann bist du echt da dran, Groß- und Ultimate-Updates echt zu machen. Beziehungsweise am Ende der Saison werden wir bei Haas angekommen sein. Kein Kommentar, Bremse. Bremse blockiert Hinterräder. Danke, tschüss, heißt es dann. Das Phänomen ist mir im Training auch schon so ein bisschen aufgefallen. Vielleicht auch zu hoher Bremsdruck. Kann auch sein. Ja, mal wieder. Und der macht auch zu viele Stops.
Ich glaube, das kann man über das Chassis auch beeinflussen, die Reifenabnutzung. Muss ich mal nachher schauen. Beim Chassis. Ob sich dann wirklich was Großes verändert. Jeder Punkt ist irgendwo wichtig. Sowohl der Motor als auch die Aerodynamik als auch das Chassis. Und Chassis ist dann wirklich erst ab der dritten Saison mit dran. Fahrer vor mir. Ja, Sainz ist weg. Also das müssen wir uns schon nach hinten orientieren. Wetterbericht. Ah, schade. Ja, der Regen fehlt mir hier, ganz klar. 3-9 Magnus soll auch in Riesenschritten gerade auf. Der holt auch in Riesenschritten auf. Aber hier ist echt nicht, ist nicht zu holen. Schade eigentlich. Aufgrund der Strategie, die hier fix ist, ist hier nichts zu holen. Dass es traurig ist, das ist echt traurig. Gut, Punkte, wenn ich mir zum Beispiel das Italien zum Beispiel angucke, klar, da war auch nicht wirklich Regen drin, da war es auch dann P14 oder P13. Singapur, da waren wir richtig gut unterwegs. Dann haben wir noch Malaysia gehabt. Belgien war auch Regen mit im Spiel, lange Zeit. Von Ungarn brauche ich auch nicht reden. Also das wirklich letzte Trockenrennen, glaube ich, war wirklich Großbritannien. Das war ja ein Kackrennen eigentlich. Oder auch Österreich. Also sobald es trocken ist, haben wir mit dem McLaren echt noch keine Chance. Und da wird man so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja, holst halt in den letzten Rennen immer Punkte, Punkte, Punkte. Und dann hast du halt echt mal so ein... wieder so ein komplett trockenes Rennen und ja. Fahrer vor mir. Okay, der kommt nochmal rein. Hülkenberg fährt 3 Stops. Fahrer hinter mir. Boah, 8 Zehntel, ja. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 9,4 Sekunden. Ja, die sind schneller. Auch natürlich der Tatsache geschuldet, dass die frischere Reifen haben. Da bin ich immer so ein bisschen chancenlos gleich gegen Magnus. Dann ist er schon. Den können wir ja nicht schlagen. Danach kommt USA. Je nachdem, ob das Update funktioniert oder fehlschlägt. Nehmen wir das mit. Also ist eigentlich wurscht, ob das fehlschlägt oder nicht. Im Notfall spare ich die Ressourcenpunkte. Muss man wirklich sparen. Ja, Magnus ist dran. Was ist er hier schon... Ja, bei der Bremse und bei der Kurvendurchfahrt auch, wo das, die Kurve war ich zu lasch. Quert kommt auch nochmal von hinten. Jo, klassisches Untersteuern im 5. Alles klar. Rennstrategie. Ja, es ist sehr früh. Ja, Magnus ist ganz klar besser jetzt. Zeigt hier, wer Chef im Hause ist.
Das war am Anfang des Rennens ein Knackpunkt. Das ist immer noch ein Knackpunkt. Das ist eine Knackpunktstelle hier. Ausgang Haarnadel. Also langsame Kurvenausfahrten. Das war zum Beispiel, da KI Monaco sehr schwach ist. Oder auch Singapur. Das erklärt das natürlich dann auch. Dafür sind zum Beispiel hier extrem stark. Ja, lohnt sich jetzt hier groß zu verteidigen? Fahrer hinter mir. Gegen den fahre ich eigentlich. Ist noch ein Stop, genau. Weil gegen den fahre ich eigentlich. Ja, aber der holt jetzt richtig auf mit seinen neuen Softs. Aber gegen Höhme werden wir es auch schwer. Also wir werden doch durchgereiht werden hier. Aber Palmer, den möchte ich nicht sehen. Und Kwiat eigentlich auch nicht. Weil P16, die beiden Saubers noch. Alonso, 19. Sie sollte auf jeden Fall drin sein, aber... Ja, das ist nicht mein Anspruch. Auf Ziel fahren. Also bei Rhein war bisher das schlechteste Rennen mit P15. Das soll nicht Japan bitte toppen, dafür ist Japan zu geil. Ganz kleiner meiner Lieblingsstrecken. Ah, Magnus kann ich nicht sehen. Also Japan ist auch eine Motorenstrecke. Das merkt man halt auch wieder, ganz klar. Hier bist du so lange wieder auf Vollgas. Und auch hier ist gleich gar Ziel. Der einzige Sektor, der wirklich groß aerodynamisch ist, ist jetzt erste. Mit den SS, weil da holen wir ja auch was auf. Und das merkt man dann ja auch. Und soweit pure Motorenleistung ist, hat der Haas Vorteile. Oder auch der Hülkenberg. Selbst mit einem Renault-Motor. Also Motor ist nach wie vor, und es wird auch immer so bleiben, mit dem Honda ein Problem. Ich sehe schon blaue Flaggen. Und dann fahren wir nur 52 Runden. Trotzdem, ich finde es gut, dass wir hier so lange gegen Magnussen fighten können. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen eigentlich immer auch, weil die Wagenstärke es nicht so zeigt. Ist das ganz wichtig. Dass wir hier quasi eine gute Pace hinblättern. Weil man muss nicht immer nur das Endergebnis sehen. Das ist ganz wichtig. Nicht immer nur das Endergebnis sehen. Ah, jetzt bin ich halt 16. geworden. Ja, mein Gott. Ja, ist halt die Wagenperformance. Aber man muss halt sehen, 30 Runden. Und der Magnussen ist nur 2 Sekunden weg, was laut Leistungsdatenblatt deutlich mehr wäre. Also so sehe ich das dann immer. Im Nachhinein, also 3 Sekunden nur weg. 3 Sekunden ist ja nichts. Das ist über eine Renndistanz von 30 Runden, wo der vielleicht auf Leistungsdatenblatt 15 schneller pro Runde fahren müsste. Also sprich, der müsste 16 Sekunden vor uns sein. Also von dem her passt dann doch die Leistung. Auch wenn die Position vielleicht am Ende des Rennens nicht unbedingt das ist, was man sich erhofft hatte. Nämlich Punkte. War auch sehr hochgegriffenes Ziel, klar. Aber das merkst du halt auch im Rennen. Okay, zu hochgegriffen, ganz klar. Das ist nicht möglich. Und nicht mit einer perfekten Fahrt. Das heißt, du musst dann während des Rennens vielleicht die Ziele runterschrauben. Aber trotzdem halt jetzt zum Beispiel das Positive ziehen. Das Positive, was ich mir jetzt ziehen kann, ist Magnussen. Magnussen, ja, im Haas. Nicht weit weg von uns.
Ich glaube auch nicht, dass wir im Qualifying wirklich im Trockenen mehr hätte reißen können. Da bin ich mir mittlerweile auch ziemlich sicher. Vielleicht mehr gegen meinen Teamkollegen, das schon. Aber das war es dann auch schon. Ich finde es gut, dass zum Beispiel der Sponsorenbonus hier anders geregelt ist als in als im Vorgänger. Jetzt bremst sie zum Beispiel zu früh. Das werden wir sofort in die Tat umsetzen. Nein, ich sehe keiner, der uns überrunden möchte momentan. Wetterbericht. Ein Safety Car würde jetzt natürlich auch noch mal helfen. Gerade weil zum Beispiel Magnus nochmal einen Stop machen muss. Auch weniger Ausfälle. Bisher nur Stroll, wie gesagt. Sonst gar nichts. Alles sehr gediegen. Alles so die festen Positionen. Nicht so wirklich ein spannender Grand Prix. Ricciardo, der dreht dafür aber die ganze Zeit hier auf. Also wie gesagt, nicht der spannendste Grand Prix. Da ich hier auch ziemlich alleine fahre. Gut, der Magnussen. 5 Sekunden. Also bis 63% fährt man fast gar nicht mehr. Das machst du echt dann, wenn überhaupt, nur online. Hülkenberg an uns vorbei. Danach kommt Kwiat. Das war nur okay, der hat genügend Rückstand, der quert. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Die Box ist aber natürlich auch super eingefädelt bezüglich Überrundungen. Muss ich dann den ganzen Zug nicht vorbeilassen. Auf der Strecke. Okay, lassen Sie sich jetzt schon angenehmer fahren. So, damit geht es jetzt durch. Bis Rennende. Fahrer hinter mir. Quert liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,9 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit. Aquai 1,33,6. Okay. 33,6. Warte, war der gerade drin? Ah, der muss nochmal, okay. Also kein Thema. Wie gesagt, Hülkenberg. Hülkenberg ist wichtig. Das geht eigentlich alles noch. Fahrer vor mir. ...34,8 fährt der. Das ist stark. Fast schon zu stark. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,3 Sekunden. Weil wenn wir jetzt so gleich schnell fahren, ist das zu wenig. Wir müssten jetzt schneller fahren.
klassisches Untersteuern, aber nicht viel, habe ich direkt gemerkt. Bisschen stärker eingelenkt. Das geht natürlich dann auf den Reifenverschluss, ist logisch. Weswegen ich auch hier einfach in dem Spiel einfach auch einen höheren Reifenverschleiß habe. Merke ich auch zum Beispiel in der Liga, ja. Dass ich da einfach, ja, einen höheren Reifenverschleiß habe. Ich komme, also mit den Generationen der Fahrzeuge komme ich weniger zurecht. 34,8. Oh! Okay, dann ist also das ist dann die sichere Eintrittskarte. Aber gegen Quirt brauche ich die sichere Eintrittskarte noch. Auch wenn der nochmal abbiegen muss. Okay, hier ist gelb. Okay, Hülkenberg ist das, der Plattfuß. Das war's dann. Massa ist vor uns. Okay, alles klar. Fahrer vor mir. Massa vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt. Ja, er ist so weit weg. 6 Sekunden. Wir fallen pro Runde um eine Sekunde zurück. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit. Ja, der fällt auch durch. Eine Minute. 33,8. Hülkenberg steht da. Das war's für Hülkenberg. Schade. In Malaysia ein super Rennen mit Platz 6. Da hätte er mein Gegner werden können. Wenn ich da die Fehler nicht gemacht hätte. Ich schwärme um, falls ein Safety Car kommt. Ja, Quirt hat richtig dadurch verloren. Also die Leistung des Motors spürt man schon, dass sie stärker geworden ist. Jetzt haben wir sogar zwei gelbe Phasen, ja super. Ja. Hat sich davon noch irgendjemand was kaputt gefahren? Also Massa fährt eine Sekunde schneller. Fahrer vor mir. Massa liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 21,4 Sekunden. Du verlierst etwa 1,6 Sekunden. Ja. Okay, das sagt mir alles. Hier ist die Motorenleistung so entscheidend. Ja, hier bist du auf Vollgas wieder. Hier auch über längere Zeit. Das holst du halt in den SS nicht raus. Also steht da jemand, ja. Jetzt gleich auf der Geraden, wo wir gleich hinkommen. Vettel! Okay. Das ist Hülkenberg. Vettel, der steht da hinten. Ja, das, ja, super Leistung, Fett. Alles klar. Was hat denn der da gemacht? Oh Mann, wie... Also, wie in echt, ne? Also, Vettel, seit Malaysia ausgeschieden. Hier irgendwie dumm in der Boxengasseneinfahrt. Hä? Ja, lustig wäre es, wenn der nächste da gerade parkt. Fernando ist gerade an die Box gefahren. Ja, der ist reingekommen. Aber das Spiel reagiert aber auch nicht mit dem Safety Car. Null. Auch nicht parken am Gefährlichen. Nichts. Möchte ich beschweren, aber kann doch vorne jemand ausscheiden. Dann hätte ich meinen Punkt nämlich. Magnus zum Beispiel. Ah, Vettel hat's geschafft. Er kriegt uns aber nicht mehr. Ja. Gelb im ersten Sektor. Was macht der da? Es ist Sainz vor mir.
Ja, weil der glaube ich noch mal drin war jetzt. Ich verliere den Überblick ganz kurz. Einfach weiterfahren. Auf sich schauen. Das zweite. Ausgelöst von Vettel. Ja, man kriegt vielleicht auch mal irgendwann ein Gefühl. Ich will ein Gefühl dafür auch entwickeln. Ne, Hülkenberg. Natürlich kann ich jetzt natürlich auch Benzin sparen. So, jetzt können wir nochmal gut Benzin sparen. Und der war immer noch gelb. Also jetzt hätte ich auch zum Beispiel kein Problem, wenn der Spiegel jetzt sagt, komm, jetzt geben wir dir einen neuen Reifensatz, weil sonst, ja, wird's lächerlich. Weil der fährt ja immer noch um der Hülkenberg. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 13 Sekunden. So, wie gesagt, den kriegen wir nicht mehr. Ja, ich mache sehr früh Platz. Aber in den Ss kann ich ihn sowieso nicht vorbeilassen. Also. Und dann kommen die ganze Zeit diese blauen Flaggen. Nee. So, Hamilton jetzt durch. Auf der Geraden verliere ich am meisten. Hier gewinne ich noch Zeit. Bin mal gespannt, ob wir in irgendeinem Rennen mal eine Hamilton oder so überrunden. Ja, ob wir das mal irgendwann mal schaffen. Ja, der Hülkenberg grollt hier immer noch über den Kurs. Wie gesagt, jetzt müsste noch einer ausscheiden. Die KI kommt 16 Rennen quasi weit. Mit den vier Einheiten. Oder die meisten zumindest. Ich hoffe mal, dass Hülkenberg so langsam mal abbiegt. Ja, Hamilton war auch drin, alles klar. Wir sind 5 Sekunden langsamer. Ich denke mal, dass der auf roten Reifen unterwegs ist. Das verfälscht das Ganze so ein bisschen. Also Japan Motorenstrecke, ganz klar. Klar, du fährst hier mit einem mittleren Flügelwert, fahre ich hier, ja, klar. Und ohne Motorleistung in dieser Generation, boah. Da musst du echt so viel Aerodynamik oder so viel in dem Chassis investieren mit dem McLaren. Da musst du erste Kraft sein. Knallhart gesagt, da musst du erste Kraft sein. Aber ob ich das glaube ich, schaffe ich nicht Ende der zweiten Saison, dass wir erste Kraft in Aerodynamik sind. Das wäre zu schnell. Aber nichts ist unmöglich. Solberg ist, glaube ich, jetzt abgebogen. 9 Sekunden ist der Magnussen nur weg. 9.
Ah, P11 ist so undankbar. Also 11 ist immer so richtig undankbar. Auch gegen Hongkong verlieren wir dann Punkte in der Fahrer-WM. USA sieht nicht besser aus mit der Leistung. Da ist auch Motorenleistung wichtig. Minimum genauso wichtig wie hier. Da haben wir auch die schnellen Kurven. Erster Sektor wird wieder mir ein bisschen mehr liegen. Zweiter Sektor ist KI-Land dann ganz klar. Wir haben schon wieder gelb. Wer dann aus dem Rennen? Ja, leider. Leider ein falscher Kandidat. Der ist weit hinter uns. Gegen Sauber setzen wir uns ja auch ab. Gegen die wir eigentlich nie wirklich gefightet sind. Müsste Bottas sein, ja. Ist auch Bottas. Schkazel reicht. Es sei denn, er kommt jetzt so näher dran. Na gut, hier darfst du jetzt nicht vorbei. Weil hier steht der Wehrlein. Ja, die fahren auf Supersoft. Im Windschatten komme ich dann hinterher. Oh, beim Anbremsen komme ich dann wieder ran. Fahrer hinter mir. Das hat mich nämlich gewundert, 17 Sekunden. Aber wenn es abgebogen ist, dann ja. Fahrer hinter mir. Ja, okay, den halten wir. Also muss vorne noch einer aussteigen, dann kriege ich einen Punkt. Und nur dann. Kreuzer bin ich mit dem Endplatz natürlich zufrieden. 5 Positionen verbessert im Vergleich zum Qualifying. Und ich kann wieder ein bisschen mehr aufdrehen mit dem Benzin. Das ist so nice. Also der Benzinverbrauch, das spürst du ja auch. Du spürst ja jedes Gewicht auch. Seit 2016 eigentlich. Da hat man es richtig gemerkt, dass es noch besser simuliert wird mit dem Benzin. Das muss man echt gut machen. Das haben sie echt gut simuliert. Dass du es echt spürst. Also wirklich so 10 Kilo machen dann echt 3-4 Zehntel aus. Vor allem für Honda ist das hier so schade. Kein Punkt. Malaysia. Warum lief Malaysia besser? Wegen dem Regen. Also ganz klar. Regen, ohne den Regen wäre ich da auch einfach chancenlos gewesen. Oder auch Belgien. Ja. Das ist alles Top-Speed-Strecken. Alles Mercedes-Strecken. Das ist das, glaube, das ist auch das, was man sehen will, dass ich mich schwer tue beim Überholen. Dass man so ein bisschen aus der Trickkiste greifen muss. Wie gesagt, Grosjean, das ist, ja. Das hätte auch böse enden können, ja. Das Manöver. Ein Frontflügelschaden zum Beispiel von mir, ganz keine Frage. Oder dass ich den komplett rasiere. Aber selbst mit einem Problem hatten wir Probleme, an ihm vorbeizukommen. Also ich muss den Motor echt auch eigentlich auf Ferrari-Niveau kriegen. Also Ferrari-Niveau ist schon Pflicht. Weswegen ich auch die ganze Leistung mitnehmen möchte.
Das Benzin hebe ich mir so ein bisschen darauf, um noch ein bisschen reagieren zu können. Mercedes, Williams und Fossil haben noch nicht den Motor angerührt zu entwickeln. Also die konzentrieren sich auf andere Bereiche. Finde ich zum Beispiel gut. Aber du sollst ja auch die Möglichkeit haben, als Spieler auch aufzuholen. Klar, wir können den kompletten Motor komplett ausbauen und wir kommen trotzdem wieder an Mercedes ran. Naja. Ich weiß nicht mehr, wer mir das geschrieben hat, aber auch geschrieben, ab Saison 7 bist du quasi wieder wie überholt, als wenn du Saison 1 wärst. Also das zeigt mir mal so, wie lange die KI braucht. Ja, also ich denke mal, die KI ist erst fertig mit der Entwicklung in Saison 10. Während du schon vielleicht in Saison 5 fertig sein kannst damit, keine Ahnung, ist Spekulation. Dass du bis dahin die Ressourcenpunkte halt frühestens erobern kannst, die du halt brauchst. Was ich mir zum Beispiel einfach dann für 2018 wünsche, ist, dass du den Skibaum noch ein bisschen erweitert. Also statt 15 Antriebseinheiten vielleicht mal 25 oder 30. Dass du vielleicht von überall 30 hast, damit du immer noch hast, wo du dich halt verbessern kannst. Oder man macht die Leistungsunterschiede ein bisschen größer. Dass der McLaren zum Beispiel ein bisschen mehr Motor bekommen kann. Aber nicht auf dem gleichen Niveau quasi runterfällt. Das ist quasi wie am Mercedes, wenn der vorausgebaut ist, den genauso überholt wie sonst auch. Wir haben wieder gelb. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 17,6 Sekunden. Wir hatten gelb. Keine Ahnung, was hier war. Gott, die Reifen sind ja noch richtig gut. Fahrer hinter mir. Parma liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 18,2 Sekunden. Sie fahren mit allen super weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 33,5. Zeit letzte Runde. Okay, letzte Runde lag bei 1,3. Okay, reicht. Gut, du bist Rennende erreichen. Dass wir vorne bleiben. Ach, das ist Vettel. Ja, ich möchte eigentlich schon vorbeilassen. Komm, fahr weg. Kannst dich ruhig zurück überrunden. Wortwörtlich zurück überrunden. Deswegen kriegt er uns auch nicht mehr. Lustig wäre es, wenn der den Magnus nochmal bekommen könnte. In den letzten Runden. Aber man sieht schon, wie der Ferrari wegzieht. Das ist. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Punkt uns da in der Leistung auseinanderliegt. Ich glaube, wir haben 250 und die haben 500. Also deutlich. Und zwar wirklich deutlich. Was ich zum Beispiel bei dem Verlauf schade finde, man sieht es nicht so ganz gut, wie er wirklich wo, wie viele Punkte hat. Wie gesagt, USA wird genauso schwer. Ich sag sogar noch, eigentlich noch schwerer als in Japan. Dann haben wir noch in Mexiko. Brasilien, da wurde ich schon vorgewarnt, da sei die KI richtig gut. Wobei ich Brasilien aber auch sehr mag zum Fahren, da war ich auch nicht immer schlecht. Bin ich mal gespannt. Und dann halt Abu Dhabi. Also es sind eigentlich Rennstrecken, die uns nicht unbedingt liegen sollten.
Mexiko brauchst du auf jeden Fall Top Speed. Austin brauchst du auch Top Speed. Brasilien schon weniger. Ich will nochmal einen Austritt ins Kies machen. Scheiße. Ja, den Fehler habe ich im Training halt auch gemacht. Zweimal. Dadurch kommt der Palmer natürlich jetzt ein bisschen. Dadurch kommt er nochmal ran. Da darfst du auch nicht zu weit rausfahren. Das ist das Problem. Na, 10 Sekunden sollte ich noch haben. Sonst wird es eng gegen Palmer. Okay, Glück gehabt. Das sind noch über 10. Jetzt habe ich der Spaß gekostet. 4 Sekunden, okay. Ah, ich fahre ja eh eine Runde weniger. Ja, stimmt, wir fahren nur bis Runde 2. Wir fahren ja nur noch 4 Runden. Ne, 5. Stimmt ja. Ja, es ist mal bei diesem Rechtsknick voll fährt eigentlich und dann sofort anbremsen muss. Das ist echt schwerer geworden. Hier sieht man schön meine Kiesspur. Ja, die kam jetzt spät für Raikön. Das tut so weh eigentlich immer. Komm, ich fahr in, du fährst außen. Ja, muss aber nicht mehr reinfahren. Ich bin noch mal ein bisschen gelupft. Gut, das DRS kriege ich. Jetzt können wir mal zum Beispiel den Unterschied einfach mal sehen. Ja, wie der da schon deutlich mehr Grip hat. Der zählt mir sogar noch davon. Ja. Abstand zum 9,3. Hinter mir ist keiner zu überrunden mehr. Raikön ist weg. Der ist weg. Auf und davon, ey. Alter, 1, 2, 3, ja, 4 Sekunden. Hat der schon gefühlt Vorsprung. 8,9 der Palmer. Komm, einer. Einer ausscheiden. Magnussen, komm. Zwei Fahrer sind bisher ausgeschieden. Mehr als ein Boxenstopp. Ja, also ein Stopp wäre. Nee. Also, wir sind alle die gleiche Strategie und das ist das Problem. 30-0. 4,5 Sekunden. Er hat neue Superstops, nehme ich mal fast an. Oder frischere als meine. Dann sind 4,5 wenig. Wer wird im Rennen so 3,5 langsamer sein als Raikön? Oder 3,0. Ja, 3,0 ungefähr. Außer eine 33,0, jetzt mit Superstoff wäre, glaube ich, drin. Was sind wir im Qualifying gefahren? Ah, wissen wir gar nicht. Ja, jetzt müsste ich die
Ja, die Trainingszeit war, glaube ich, eine 31 Qualifying-Zeit. Aber das wäre jetzt dann drin. Entwicklung positiv, echt positiv. Und das ist das einfach, was wichtig ist. Kein Rückstand. Und auch kein Skillstand. Was mich zum Beispiel, jetzt auch zum Beispiel interessiert, ist zum Beispiel Alonso hat auch sehr wenige Grid-Penalties. Das mir ist auch so aufgefallen, der hat extrem wenige Grid-Penalties. Noch zwei Runden. Dann haben wir Japan auch geschafft. Ja, eineinhalb Runden will ich Rückstand haben. Aber kein Regen. Es kam echt kein Regen runter. Es blieb stark bei dem Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen. Also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Ich verstehe, warum man da so diesen Spruch so vergeigt hat. Fahrer vor mir. Wir wissen, was der fährt. Um 33,3, das können wir auch mit Supersoft fahren. Ich nehme ja was Positives mit und das ist das Wichtigste. Zwar nicht unbedingt Punkte, aber dann noch einen guten 11. Platz. 27%, Steuerung 16%, Getriebe. Getriebe 23. Und das Ding hat zwei Rennen runter. Das ist ja perfekt, würde ich sagen. Also, vier Rennen hält das Getriebe. Das heißt, wenn ich in den USA keine Chance sehe, kann ich das auch da wechseln. Oder wird es für Abu Dhabi eng? Wer kommt denn da jetzt noch? Ach, Daniel. In der letzten Runde wird er nochmal vorbei. Der wird sich jetzt am Funk schon beschweren. Charlie, der lässt mich nicht vorbei. Glückwunsch an Lewis Hamilton. Ja, eineinhalb Runden, wenn sogar ein bisschen mehr. Rückstand. Ja, oder wie viele Minuten sind? 1,30 ist eine Runde. 2,15 sind 120, 135, 135, ja, 3 Sekunden langsamer im Schnitt. Im Trockenen. So muss man rechnen. Das ist ein 9 und... Alter Schwede. Aber die haben nochmal richtig Gas gegeben da vorne. Wir werden 11. Schade. Keine Punkte. 11. Trotzdem bin ich mit dem Rennen zufrieden. Trotzdem sind wir damit zufrieden. Benzin habe ich auch ja was gelernt. Passt auch super. Über diese Fahrt kann man sich nicht beschweren. Wirklich ausgezeichnet. Nö, beschweren kann man sich nicht. Aber da war... Ja, wenn noch einer ausgeschieden wäre, wäre ein Punkt drin gewesen. Aber... Was wäre, wenn? Das ist uninteressant, denn eins wissen wir auf jeden Fall. Lewis Hamilton hat hier gewonnen. Also da, ja, da freut sich natürlich der Toto Wolff wieder. Auf der 2 dann, ja, der Teamkollege. Also ein Mercedes-Doppelsieg und Kimi dann auf der 3. Vettel, ja, wahrscheinlich mit dem dümmsten Fehler in seiner gesamten Rennsportkarriere in der Boxengasteneinfahrt, ja. Einfach mal die Einfahrt nicht bekommen und ein paar Wendemanöver machen. Carlos Sainz ist mit Platz 9 unzufrieden. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Der Toro Rosso
da war, also nur Platz 9, hallo, was in der 7 und 8, was will der eigentlich dann mehr? Von dem her verstehe ich nicht so ganz, warum man sich da beschwert. Hamilton gewinnt Vettel in der WM, vorne noch mit 11 Punkten, das ändert sich jetzt allerdings. Also wie auch in echt war ja hier die Kehrtwende bei den Asia-Tour und das nimmt hier Formen an. Und zwar richtige Form an, bezüglich, ja, oder für Mercedes. In dem Fall für Lewis Hamilton. Bottas auf der 2 und Kimi auf der 3. Kimi wird darüber auf jeden Fall positiv sein, Teamkollegen geschlagen. Wir am Ende auf der 11, Magnus mit der 32,7. Also, Alter, da merkt man ganz einfach, dass die zum Schluss mit den Supersoft-Reifen gefahren sind. Aber die ersten drei sind wir durchgegangen. Dann beide Red Bulls auf Daniel Ricciardo 4 und Verstappen 5. Dann beide Force India, das hat man fast kommen sehen. Perez 6 und Kong 7. Massa starke 8 da. Carlos Sainz auf der 9 haben die Position verteidigen können. Ein bisschen Ziel. Magnus holt den letzten Punkt für das Team Haas. Renault geht punktlos aus, genauso wie wir. Das bedeutet, in der Konstrukteurswertung verlieren wir auch keine Punkte. Hülkenberg mit dem Reifenschaden, am Ende des Klassements. Vettel sogar noch eine 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen und ausgeschieden sind Pascal Wehrlein und Lance Stroll. Und die Highlights, die rollen wir jetzt von hinten auf. Nein, die rollen wir natürlich von vorne auf. Ist doch logisch. Wenn ich das Ganze mich von hinten aufrollen müsste, würde ich fragen, was hat denn Hülkenberg und Vettel denn gemeinsam? Nicht nur, dass die zwei Deutsche sind. Die Auflösung natürlich bei den Highlights, aber natürlich, was hätte man beim Skat besser machen können? Richtig, Positionen auch gewinnen. Gut, aber hier könnte man wieder kritisieren, da geht es kein Risiko in den Zweikämpfen ein. Warum auch? Das Rennen konnte ich ja auch nur in Kurve 1 verlieren. Gerade in Japan ist die Kurve 1 immer sehr, sehr eng. Da wirklich Position gut zu machen, ist nur mit Risiko verbunden. Und Risiko bedeutet Frontflügelschaden und Frontflügelschaden bedeutet Boxenstopp. Das hat sich der liebe Lewis Hamilton nicht so gedacht. Die beiden vor ihm auch nicht. Deswegen stechen wir mal ein bisschen in Kurve 1 rein. Aber alles gut gegangen? Natürlich. Weiter hinten zum Beispiel bei Felipe Massa sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Denn da muss man sich ein bisschen vorbeiquetschen. Ja, neben einem Red Bull. Und dann geht's rein in Kurve 1. Dann wird ein bisschen hier Autoscooter gespielt. Und dann wird der Hülkenberg halt abgeschossen. Und dann profitieren die beiden Red Bulls. Beziehungsweise der Daniel Ricciardo profitiert davon wieder am meisten. Kommt erst schlecht weg. Links gleich der Hülkenberg. Rechts der Felipe Massa. Hülkenberg, Superskat, beschleunigt die beiden auch aus. Und dann Kamikaze, Massa muss den Dienst erweisen bei Williams. Die Krone halb oben lassen, wenn es schon was Lance Stroll nicht schafft, dann muss ich das wenigstens machen. Von weiter hinten schauen wir uns zum Beispiel mal den Skat an von Kevin Magnussen, unseren Rivalen im gesamten Rennen, den wir ja auch leider nicht schlagen konnten. Neben ist ein Toro Rosso, da sieht man auch schön aus weiter Ferne, wie sich da vorne die beiden ja quasi fast gegenseitig eliminieren. Obwohl da nichts passiert. Aber hier den schönen Fight in den S's mit dem Toro Rosso an der Seite. Es müsste... Ich sehe die Nummer leider nicht. Ich glaube, das war Carlos Sainz. Dem Kollegen Skat. Vor uns die beiden Force India. Mal ein guter Vergleich. Der eine Herr da. Ich glaube, nee, das war Magnussen. Kommt da gar nicht weg. Die Force India konnten sich gut durcharbeiten. Da hilft natürlich auch der sogenannte Mercedes-Motor im Force India. Das ist echt das Heil aller Heilmittel. In diesem Spiel nämlich ein guter Motor. Und den habe ich und den hat Alonso natürlich nicht. Einen guten Motor haben wir dafür nicht, aber wir haben eine richtig starke Bremse und die nutzten wir sofort in der Haarnadelkurve, um an Fernando Alonso vorbeizufahren. Ja, den Stroll oder den Grosjean hätte ich aber am liebsten auch noch gepackt. Das ging dann aber später nach der 130R anbremsen, außen herum. Bei der sogenannten Schikane und dann vorbeigequetscht. Schönes Manöver, das haben wir dann ja später auch nochmal vorgeführt gegen jemand anderes, nämlich gegen Daniel Kwiat ein paar Runden später. Da war noch eine kleine Berührung drin, deswegen hebt er hier ganz kurz die Hand. Aber ein faires und normales und auch gut überlegtes Überholmanöver. Ein Grosjean verbremst sich in Kurve 1, lässt die Tür ein bisschen zu weit auf. Wer nutzt das? Richtig, wir. Eiskalt aus. So muss man das haben. Ich weiß nicht, warum er sich hier verbremst, aber das kennen wir ja von der KI. Viele, viele Fehler. Ein Fehler hat Daniel Kwiat hier nicht gemacht, was man ihn ja gerne vorwirft in der echten Formel 1. Nö, wir haben einfach knallhart dagegen gehalten und sind vorbeigefahren. Diesmal war keine Berührung ins Spiel, also hier schön fair. Er hat Platz gelassen, ich habe Platz gelassen.
kann man dazu nicht sagen. Zu sagen kann man aber viel zu Lance Stroll. Ich glaube, da hat man ein bisschen das Geld anders investiert, zumindest nicht in die Zuverlässigkeit. Dann mein Ramschguss in Kurve 1 gegen Romain Grosjean, der natürlich nicht so gewollt war. Da muss ich natürlich sagen, das geht ganz klar auf meine Kappe. Der Curb hebt mich aus, ich will gegenlenken, Gegenpendler, und ich hätte mich eigentlich weggedreht, wenn ein Grosjean da nicht gewesen wäre. Der vertut sich aber auch so ein bisschen, kam auch neben die Rennstrecke. Ja, nichts passiert, alles heil geblieben. Heil geblieben ist allerdings bei Nico Hülkenberg hinten links der Reifen nicht, der ist schön geplatzt. Das gleiche Schicksal ereignete sich auch Sebastian Vettel in einer Runde später vorne rechts. Das war interessant. Zwei Deutsche, das hatten sie gemeinsam, einen Reifenschaden in diesem Rennen. Was man auch schaffen sollte, ist Herr Sebastian Vettel die Boxeneinfahrt auch mit einem kaputten vorderen rechten Reifen zu treffen. Denn das schaffte er persönlich nicht. Und die Wendemanöver, oh, das Wendemanöver hat ein bisschen lang gedauert. Deswegen hier ein bisschen mal in Zeitraffer vorgespielt. Und dann fährt er noch eine wunderschöne Runde. Ja, man kann es ja nicht oft genug machen. Nächster Ausfall, Pascal Wehrlein im Sauber, gleiche Stelle wie bei Lance Stroll. Fahrfehler dann in der zweiten Kurve, im zweiten Sektor, klassischer Fahrfehler, muss ich auf meine Kappe nehmen. Am Ende Platz 11 und dann mal schauen, ob der Ocon uns in der Fahrerwärme näher an die Pelle rückt. Ein Vierkampf zwischen Hamilton, Vettel, Bottas und Verstappen. Den trennen nämlich nur 15 Punkte. Esteban Ocon ist bis auf 4 Punkte an uns rangekommen, aber den zweiten wird schwer. Da ist Hülkenberg schon die leichtere Aufgabe mit 19 Punkten Vorsprung. In der Team-WM noch Fünfter, ein Punkt trennen uns nach wie vor von Renault. Also da müssen wir natürlich weiterhin mächtig Gas geben. Gas geben müssen wir allgemein in jedem Rennen. Das ist keine Ausnahme hier. Ja, Elfter, der undankbare Elfter Platz, ey. Echt undankbar. Boah, das war der von der Pulle und also Hamilton von 4 auf die 1. Sehe ich gerade eben. Also echt starkes Ding. Aber wie dem auch sei, weiter geht die wilde Fahrt. So, dann sagen wir nochmal die nächsten Ressourcenpunkte ein. Gucken, ob das Upgrade nicht fehlschlägt für die USA. Nochmal Benzinverbrauch besser. 98% nur saubere Runden. Aber wir kriegen 99 Ressourcenpunkte. Ja, immerhin. Die wichtigen Boni-Punkte, ganz wichtig, auch wenn es nur 25 sind, sollte man nicht unterschätzen. Da könnten wir echt die 1000? Ja, 1000 könnten wir nicht schaffen. Aber ihr seht, Williams will uns, Renault will uns, Toro Rosso Haas will uns und Sauber auch. Also die Teams schreien schon nach uns. Und weder eine Präferenz, ein Rennen im 1986er oder im Ferrari von 2007. Alles gleich, nehmen die Verfolgung von Bahrain. Das kommt mir dann doch, glaube ich, ein bisschen mehr entgegen. Das seht ihr hier, da geht's richtig zur Sache. Dann baue ich schon mal die Teile für das Training ein. Na, der Verbrennungsmotor. Ja, komm. Der hat 53. Ich nehme die Komponenten 3. Komponente 3 muss rein. Getriebe passt auch. Oh, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Einladungsevent, das wäre dann das 6., glaube ich, oder? Moment. Ja, das wäre das 6. Einladungsevent. Okay, das dauert auch nicht mehr lange, das sowieso nicht. Und das da oben, das kommt alles irgendwann mit der Zeit. Wie gesagt, Benzin, ja, in USA. In USA. Ja, okay, wir kriegen es in USA, Mexiko, Abu Dhabi. Ja, das, ich bin zufrieden damit. Also, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Chris scheint gute Nachrichten zu haben. Man sieht es nämlich schon im Hintergrund. Ja, das Benzinverbrauch ging auch gut. Das Auto wird nochmal ein Tick besser. Also bisher gingen 2 Updates fehl. Ich muss mal schauen, wie viele wir eigentlich gemacht haben. Ja, also es läuft super. Nochmal den Benzinverbrauch um 1,5% gesenkt. Eine Verbesserung erhöht Druck und Temperatur im Inneren der Brennkammer, wodurch die Treibstoffverbrennung effizienter abläuft. Top, 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 top. Haas hat nicht abgegradet. Renault und Toro Rosso. Das sind die beiden einzigen Teams und wir natürlich. Wir holen auf.
Haas. Ja, Toro Rosso, das schaffen wir, glaube ich, nicht, die einzuholen. Wäre natürlich super, wenn wir es schaffen würden. Also wir haben circa bei... Wir haben bei 200 angefangen, ja. Sind jetzt ungefähr bei... Ja, 250? Ja, circa, aber ja, die Hälfte haben wir. Also die Hälfte haben wir gerade mal. Also 50 Points. Boah, da muss aber richtig aufholen, ja. Also wenn du 100 pro Saison schaffst, bist du, glaube ich, sehr gut. Also ich glaube, Ende der zweiten Saison Force India zu überholen? Ja, ich weiß, ich bin sehr optimistisch. Ja, ich bin wirklich sehr optimistisch, glaube ich, in dem Bezug. Bin ich da doch sehr optimistisch. Das haben wir geschafft. Und das Einzige, was ich noch möchte, ist das hier unten. Ja, das möchte ich dann noch schaffen. Dann kommen wir nochmal ein ganz gutes, ordentliches Stück nach vorne. Das ist doch super. Und das würde uns auf Red Bull Niveau bringen. Also den Motor kriegst du auf den kriegst du gerade so auf Mercedes Niveau, doch. Wenn du alles zusammen hast, dann ist knapp Mercedes Niveau dran. Aber die Entwicklung, ich bin damit völlig zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Formel 1 2017. Dann hier in den Vereinigten Staaten in den USA. Tschüss!